Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Mutu Fuzzi. Ja, heute sind wir hier mal bei Motos Garrido in Alaurin de la Torre und wir testen die Woge 650 DS. Ist ein spezielles Bike, werde ich euch dann mehr erzählen, wenn wir unterwegs sind. Im Moment habe ich jetzt erstmal Angst, zur nächsten Tankstelle zu kommen, weil die nämlich fast leer ist. Und die wollen dann nichts einfüllen, das heißt, ja, okay. Dann werden wir mal schauen, ob wir da selber eine Tankstelle finden. Das ist jetzt das erste Mal. Aber ist ja egal. Das hat ja nichts mit dem Bike zu tun als solches. Und erstmal schauen, der Sitz soll 820 sein. Wir haben einen Seitenständer und einen Mittelständer. Schauen wir mal, ob wir den hier runterkriegen. So. Da bin ich ja echt gespannt, ob wir zur Tankstelle kommen. Das blinkt schon rot. Das. Okay. So. So, das ist eine 650, eine Woge 650 DS. Die hat 652 Kubik, fast 48 PS, also genau im Rahmen von A2, 47,5 PS also, und hat durch den 650er Motor ein bisschen mehr Drehmoment als die anderen, weiß ich, 500er oder so, und zwar hat sie 60 Newtonmeter. Ja, das ist jetzt das erste Mal, dass ich vom Händler kein Benzin bekomme. Aber irgendwann ist es ja immer das erste Mal. Und hier auch noch dramatisch mit blinkender Anzeige. Wir haben einen relativ rauen Motor, das habe ich schon mal jetzt gleich festgestellt. Relativ viele Vibrationen. Es ist auch ein Einzylinder. Der Sitz vibriert ziemlich. Das sind so die ersten Sachen, die ich hier gerade feststelle. Wir haben wohl 19, so wie ich das verstanden habe, muss ich nochmal nachschauen, 19 und 17 Zoll Räder. So, im vierten Gang wird das ein bisschen besser mit den Vibrationen hier. Wir haben sogar eine Luftdruckanzeige für die Räder, für die Reifen. Ich denke mal, da müsste was aufgefüllt werden. Er meinte, der Luftdruck ist mehr für Offroad. Aber da werde ich mich jetzt nicht zu sehr mit befassen. Denn es reicht mir schon, dass ich hier Benzin nachfüllen muss.
Ja, was haben wir noch im Display alles zu sehen? Wir haben natürlich einen Trip-Computer, wir haben einen Bordcomputer. Das werde ich euch dann später nochmal zeigen. Aber ich denke mal, alle wichtigen Informationen sind bereits hier auf dem Display. Da braucht man nicht allzu viel umschalten. Ja, natürlich ist die etwas stärker als jetzt eine CB500X. Hat ja auch einen größeren Hubraum, mäßig größeren Motor. Deshalb eigentlich so, zumindest vom Fahrkomfort und so, denke ich mal, könnte man die ja irgendwie vergleichen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt von der Beschleunigung, weil die wird ja theoretisch hier ein bisschen fixer sein. Theoretisch. Und ja, es gibt natürlich noch die 650 von Kawasaki und so. Oder beziehungsweise die 650er Royal Enfield, die Interceptor, die bin ich ja auch gefahren. Aber das ist schon so lange her, die kann ich auch schon nicht mehr vergleichen. Deshalb wahrscheinlich vom Adventure Bike mäßig am besten zu vergleichen mit der CB500X, denke ich mal, für mich. So, da kommt eine Tankstelle. Jetzt hoffe ich, dass wir da tanken können. So. Und weiter geht's. Eine Probefahrt für 10 Euro. Was tut man nicht alles für seine lieben Zuschauer? So, wir sind wieder unterwegs. Ja, beim Beschleunigen und so weiter, da merkt man das schon. Das ist schon einiges, ein kleiner Unterschied. Jetzt zu anderen muss ich sagen, obwohl ich dem absolut nicht negativ gegenüberstehe, der Woge und Sontes. Sehr starke Vibrationen beim Schalten, ist das alles sehr ruppig und clunky und weiß nicht, wie man dazu sagen soll auf Deutsch, das knackt und knallt und ist jetzt nicht so. Klar, es geht alles, ja, und es fährt auch, aber ich denke mal, man merkt schon irgendwie einen Unterschied, obwohl jetzt von der Verarbeitung, so auf den ersten Blick, macht es auch einen sehr guten Eindruck. Alles, was ich hier so sehe, das Plastik, Kunststoff und so weiter, macht einen guten Eindruck. Ist natürlich vom Preis her auch schon wieder, ach, jetzt habe ich die Preisliste natürlich wieder bei ihm vergessen, wie üblich. Er hat mir alles aufgeschrieben und dann habe ich den Zettel liegen lassen. Vom Preis her, diese DS-Version, es gibt zwei Versionen, drei Farben, zwei Versionen. Einmal mit diesen, wie heißen sie, mit den, mit diesen Speichenrädern. Und dann einmal eben mit diesen anderen Felgen, die ich jetzt hier habe. Und die mit den Speichen, er meinte, da ist kein Unterschied weiter. Meiner Meinung nach ist die aber etwas höher gebaut, vielleicht auch wegen der Federwege. Die kostet 300 Euro mehr. Die hier kostet 6.649 oder irgend sowas plus 250 Registrierung. Und die andere dann, wie gesagt, 300 Euro mehr. Ja, finde ich auch schon natürlich ein ganz stattliches. Ist natürlich von der Qualität her, macht es auch einen guten Eindruck, genau wie die Sontes, muss ich sagen. Jetzt vom Motor her, obwohl das ja auch wohl ein Lonzin-Motor ist, wie ja auch in der CB500X. Ja, das ist irgendwie alles, vibriert alles mehr. Da kann ich mich jetzt nicht so stark erinnern bei der CB500X, allerdings hat die ja dann nachher auch bei ab 6000 Umdrehungen vibriert, die CB500X. Aber die hier, die vibriert schon ziemlich weit unten. Man sitzt sehr gut, dieser Sitz, dieser 820er Sitz hier, da man sitzt sehr gut drin und man sitzt wie in so einer kleinen Schale drin. Und das finde ich wiederum gut, weil, mal wieder hier konzentrieren, wir müssen, glaube ich, nach links. Wir sind ein bisschen anders heute unterwegs als sonst. Erster, zweiter Gang rein, ist auch ein bisschen clunky irgendwie. Das ist alles nicht so butterweich.
Ja, Geschwindigkeitsbegrenzung Ende und dann steht 60. Also das ist wieder mal typisch alles hier. Aber okay. Ja, das Windschild kann man, hat schon ganz guten Winkel, denke ich mal. Das kann man auch noch irgendwie in ein, zwei Positionen verstellen. Schauen wir mal, ob ich das nachher noch packe. Ja, ich muss noch mal was zum Motors Garrido sagen. Vielen Dank erstmal für diese Probefahrt. Vielen herzlichen Dank an Roberto. Ich habe den andauernd beim falschen Namen genannt. Das ist ja wirklich super peinlich. Falls ihr gehört habt, ich hatte ja den Shop schon mal besucht und da immer wieder hat mir dieser Name Giuliamo im Kopf rumgespukt. Ich wusste nicht, warum die mich nicht verstehen. Er hat mich aber verstanden, aber er war wahrscheinlich einfach zu höflich und hat mich nicht verbessert. Aber irgendjemand hatte mir diesen Namen gesagt. Und so habe ich ihn dann halt so genannt und er hat auch nie was gesagt. Aber er meinte, nein, Roberto heißt er. Deshalb haben mich heute wieder keine Menschen da verstanden. Und jetzt wissen wir endlich, dass es Roberto ist, ja. Vielen Dank an Roberto für diese Probefahrt hier von der Woge oder Voge oder Vogel ohne L. Ja, wer weiß, wie man das ausspricht. So, ja, der Drehzahlmesser. Diese Anzeigen sind als solches schon zu lesen, aber der Drehzahlmesser, dieses Band ist doch ein bisschen klein. Und kann man jetzt nicht so toll sehen. Auch dass jetzt so, sage ich mal, der Bereich, keine Ahnung, 5000 bis 10.000 so groß ist, da fährt man ja gar nicht so oft da drin. Ja? Man fährt doch meist unten. Das ist ein bisschen schade, dass sie das irgendwie, vielleicht hätten sie das ein bisschen besser abstufen können. Aber ja, das ist jetzt nur wieder so mein Eindruck hier von dem, weil man sieht das da unten. Da unten ist jetzt so eine Leiste und man denkt gar nicht, ach so, das ist ja jetzt eigentlich die Drehzahl. Das hätte man vielleicht auch ein bisschen besser lösen können. So, ja, wie gesagt, nochmal auf diese Kunststoffe hier zurückzukommen, was ich so vor meinen Augen sehe. Macht einen guten Eindruck. Also das ist so, das sieht so aus und fühlt sich auch so an wie die Kunststoffe von Honda. Also da kann man nicht sagen, dass sie da irgendwas Billiges verwendet haben. Nur ist sie ja wohl um einiges schwerer. Okay, die hat ja auch noch hier diese Sturzbügel an der Seite serienmäßig. Aber die wiegt da, glaube ich, knapp 219 Kilo oder so. Und ist ja ein etwas größerer Motor, aber wenn ich das mit der 500X vergleiche, liegt ja glaube ich unter 200 Kilo. Und ich würde mal sagen, dass das oftmals bei den Chinesen darauf zurückzuführen ist, aber ja, schlagt mich wieder tot, dass die halt Materialien einsetzen, die halt preiswerter sind. Das heißt, preiswertere Materialien sind dann auch oft schwerer. Ja? Und deshalb sind meistens, also das ist jetzt auch wieder so mein, was ich mir so ausdenke, sind meistens die chinesischen Motorräder eigentlich schwerer als diese, als ihre Gegenspieler, weil die preiswertere Materialien verwenden, die dann schwerer sind. Das ist so mein Eindruck. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Probefahrt von Moto Fuzzi. Ja, ich bin jetzt etwas raus, weil ich habe schon lange keine Probefahrt mehr gemacht. Deshalb verzeiht mir, wenn ich hier nur noch mehr blöderes Zeug quatsche als vorher schon. wir haben jetzt hier die Gelegenheit gehabt oder haben immer noch die Gelegenheit, eine neue Woge oder Voge oder Vogel ohne L. Ich habe keine Ahnung, wie man das aussprechen sollte. Zur Probe zu fahren. Ja, ist ja mehr so Adventure Bike ähnlich, so CB 500X in dem Bereich. Ist ganz nett gestylt, muss ich sagen. Also natürlich wieder hier meine Meinung. Jeder hat da eine andere. Vorne die Front, ja,
könnte mir gefallen oder gefällt mir eigentlich. Und was mir natürlich besonders, als ich die oder als ich von der zum ersten Mal gehört habe, gefallen hat, ist, dass die einen 650er Motor hat. So, da dachte ich mir, dann schaust du mal nach. Aber nein, die liegt noch im A2-Limit. Das hat mich dann wieder etwas erstaunt. Die haben also 47,5 PS rausgequetscht aus ihr. Aber das wollten sie wahrscheinlich eben machen, damit die A2ler damit fahren können. Aber durch den etwas größeren Hubraum hat sie jetzt 60 Newtonmeter. Das ist natürlich so um einiges mehr. Ich glaube, irgendwie fast knapp 20 Newtonmeter mehr als die Honda CB500X. Klar, sind zwei verschiedene Motoren, kann man eigentlich nicht vergleichen. Aber gleiches Konzept und ich denke mal auch gleiche Käufer sind da angesprochen, denn sie liegt ja auch im A2-Segment. Von außen macht sie einen sehr guten Eindruck. Genauso wie die Sontes, die ich letztens gefahren bin, ist. Könnte sein, dass das so, dass die zum selben Konzern sogar gehören. Hat mir jetzt der Verkäufer hier gesteckt. Ja, die macht einen sehr hochwertigen Eindruck von außen. Die Bedienelemente, das Plastik, die Kunststoffe sehen alle aus, als wäre das halt eine Honda oder so oder Yamaha. Also da ist nichts mit billigem China-Geschichten. Das macht alles einen sehr hochwertigen Eindruck. Der Motor hingegen, muss ich sagen, ist ja nun auch wieder, glaube ich, wohl ein Lonzi-Motor aus dem gleichen Werk, wie wo auch jetzt die CB500X-Motoren oder die 500er-Motoren für Honda hergestellt werden. Lonzin ist ja wohl auch da ein sehr bekannter chinesischer Hersteller, die Motoren liefern. Ja, was können wir noch sagen? Die Reifen sind auch ähnlich, glaube ich mal, von der 500X. Die ist ja auch schon ein bisschen grobstolliger gewesen, kann ich mich noch erinnern. Ich habe ja auch mal eine gehabt. Hat ein bisschen mehr, also nicht mehr Leistung, aber mehr Power, mehr Drehmoment. Hat sogar jetzt vorne zwei Scheibenbremsen. Okay, die neue 500er-Reihe von Honda, die haben jetzt das ja wohl auch. Hatten die alten ja noch nicht. So, die hat jetzt zwei Scheibenbremsen vorne. Ist schön. Hinten natürlich eine. Und eine Besonderheit bei der hier, ich weiß nicht, ob das für irgendjemand eine Rolle spielt, ist, dass der Auspuff auf der linken Seite ist. Das ist doch relativ ungewöhnlich, oder? Standardmäßig mitgeliefert werden diese Sturzbügel wohl, die jetzt da ja von der Farbgebung jetzt nicht gerade toll sind. Die hätten ja auch irgendwie schwarz sein können oder sonst was. Aber naja, okay. Und wie gesagt, diese Woge 650 DS gibt es in drei verschiedenen Farben. Einmal rot, einmal blau und einmal, oh Gott, weiß ich jetzt gar nicht. Ich blende es ein. Die andere Sache, es gibt ja noch ein Schwestermodell dazu. Also das ist jetzt die Woge 650 DS. Die hat auch einen etwas niedrigeren Sitz, Gott sei Dank. Also 820 mm hier. Und es gibt ja noch eine 650 DSX wohl, heißt die. Das heißt, die hat dann Speichenräder. Und ich denke mal, die Federung ist ein bisschen anders und ist dadurch ein bisschen höher, glaube ich, 850. Aber es gibt noch verschiedene Sitzoptionen, auch noch von Woge, kann man damit auch noch bekommen. Diese Topbox, die ihr hier seht, die ist nicht standardmäßig. Die hat der Händler da einfach raufgebaut. Ja, das ist eigentlich das, was ich jetzt dazu sagen kann. Ja, Hauptständer hat es ja auch noch serienmäßig. Musste ja bei Honda und so weiter auch meist extra bezahlen. Der ist ja auch nicht billig. Hauptständer, Seitenständer hat die serienmäßig. Die hat sogar serienmäßig ein Reifenluftdruckprüfsystem oder wie man sagt, dass man jederzeit den Luftdruck sieht. Vielleicht für die Super Control Freaks ganz gut. Manchmal auch nicht so gut, wenn es dann irgendwie absinkt oder wie auch immer. Und man macht sich dann Gedanken unnötig. Aber es ist toll, dass sowas in so einem Motorrad vorhanden ist. Und wie gesagt, preislich liegen wir da bei knapp 6.700 plus 250 hier für diese, für Registrierung und dann nochmal 300 Euro extra für diese Speichenversion. Ja, jetzt habe ich mich hier ausgequatscht. Das will ich ja eigentlich immer gar nicht machen. Heute mal eine Besonderheit halt, weil meine erste Probefahrt seit langem und außerdem eigentlich ein ganz schönes Bike. Bis auf, also ich finde, der Motor ist sehr rau,
der Einzylinder. Es ist alles ziemlich am Wackeln und am Vibrieren. Ist mir jetzt bei der CB500X nicht so aufgefallen. Aber ansonsten macht sie das, was sie soll, denke ich mal. So, wir kommen jetzt zu den Bedienelementen. Display und Stauraum haben wir ja nicht. So, auf der linken Seite haben wir die Kupplung, den Kupplungshebel. Der ist vierfach einstellbar. Auch nicht schlecht. Dann haben wir, wie gesagt, diese Bedienelemente, die erinnern mich alle irgendwie an Honda oder Yamaha. Da ist nichts, irgendwie eine andere Qualität, wo man sagt, ja, das ist ja Billiger China-Dreck. Ist es absolut nicht, ja. So, dann haben wir hier Fernlicht, Abblendlicht. Wir haben aber, doch, vorne. Vorne haben wir wieder eine kleine Wippe für die Lichthupe. Dann haben wir den Blinkerhebel. Der ist, ja, der ist ganz normal, kann man in der Mitte zurücksetzen, habe ich nichts auszusetzen. Dann haben wir hier darunter die Hupe. Ganz normale Motorradhupe, hören sich ja fast alle gleich an. Und auf der rechten Seite haben wir dann schon den Kill-Switch, ein Ausschalter. Wir haben sogar eine Warnblinkanlage. Ach ja, da wollten wir uns ja nochmal die Warnblinker anschauen. Und wir haben den Starter. Schauen wir mal, wie sich das an, wie das an ausschaut. So, sogar mit Lauflichtanzeige sehe ich zum ersten Mal an so einem Bike dieser Preisklasse. Ja, das war alles auf der rechten Seite. Ach nee, da haben wir noch den Bremshebel, der ist fünffach verstellbar für die Vorderradbremse. Dann kommen wir zum Display. So, dann kommen wir zum Display bzw. zum Display-Umrandung. Da haben wir nämlich auf der linken Seite eine USB-Steckdose. Finde ich auch eine prima Sache, wenn das schon serienmäßig ist. Ich glaube, jetzt bei der neuen CB500X ist das jetzt auch schon Standard. Aber die hat sich ja wohl auch um einiges im Preis erhöht. Wie gesagt, Windschild ist wohl zwei- oder dreifach einstellbar manuell. Jetzt hier auf der Landstraße habe ich keine Windprobleme gehabt. Schauen wir, ob wir das noch ein bisschen schneller fahren können und dann sehen können, ob das, wie sich das verhält. Macht auch alles einen sehr soliden Eindruck. Ja, das Display, da ist auch alles eigentlich vorhanden, alle Daten. Ja, ganz oben links haben wir die Uhrzeit, oben rechts haben wir die Batteriespannung. Wir haben die Ganganzeige, wir haben ganz rechts die Kraftstoffanzeige, wir haben ganz links den Drehzahlmesser, den ich ja schon erwähnte, den finde ich jetzt nicht so toll, der ist relativ klein und unauffällig und gerade jetzt in dem unteren Bereich sehr klein, also alles sehr eng, das hätte man vielleicht irgendwie anders gestalten können, egal. Dann haben wir den Durchschnittsverbrauch auf der linken Seite. Ich glaube nicht, dass man den noch umschalten kann. Wir haben zwei Knöpfe hier. Einmal Reset, einmal kann man den Trip umschalten. Wir haben die Reifendruckanzeige 2222 vorne und hinten im Moment. Und ach so, und die Temperaturanzeige vom Kühlmittel. Also es ist alles auf dem Display vorhanden. Deshalb braucht man da nicht groß umschalten. Wir haben hier, wie gesagt, einmal Trip kann man umschalten und das war's. Und dann mit dem Schalter halt dann zurücksetzen. Haben wir sonst noch was im Display vergessen? Achso, Bluetooth zeigt da noch an. Kann man irgendwie herstellen, die Konnektivität, was genau da jetzt, was man da machen, ob wahrscheinlich Anrufe ankommen oder so, kann ich euch leider nicht sagen. Müsst ihr dann mal selber nachschauen. So, das war das Display. So, ja, jetzt, das war der Rundgang, der Walkaround. Ja, 19 Zoll vorne. Metzeler Tourance steht da drauf, hinten 17 Zoll Metzeler Tourance, ganz gutes Profil, so für ein bisschen Offroad, denke ich mal. Das ist alles, was ich jetzt zu dem Ding hier sagen kann. Gefällt mir vom Aussehen, vom Draufsitzen gut. Wie gesagt, Motor ein bisschen rau für mich, vergleichbar mit anderen, im Vergleich zu anderen ist er etwas rau. Oder beziehungsweise vielleicht ist die Konstruktion halt so, dass es da halt mal ein bisschen vibriert. Das sind so meine Eindrücke. Ich schaue mal, ob wir noch mal ein bisschen mehr Landstraßen mit dem fahren können, wenn wir Zeit haben.
So, wir sind hier mit der Voge 650 DS und wir machen noch eine kleine Fahrt auf der Landstraße. Autobahn werden wir wahrscheinlich nicht machen, weil der Händler halt ein bisschen anders sitzt, woanders sitzt. Ich mache Landstraße und gebe euch noch ein bisschen von den Fadendrücken und natürlich auch von der Federung bei unserer Federungsteststrecke mit, wie sich das Ding da verhält. Haben wir alles. So. Es ist 820, ja, ist schon ziemlich hoch, aber es ist gut, dass sie diese Mulde da gebaut haben, denn für kleinere Fahrer ist das dann immer noch ganz schön und es gibt die ja auch mit höheren Sitzoptionen. So, ansonsten die technischen Daten, Verbrauch und so weiter, ihr seht ja hier den Durchschnittsverbrauch, das kann sogar hinkommen, werde ich euch dann nochmal separat einblenden. So, ansonsten fahren wir jetzt erstmal los. So, also vom Kurvenverhalten, das habe ich schon gemerkt, wieder eine Freude, eine reinste Freude. 19 Zoll vorne, 17 hinten, das geht schon wieder wie auf Schienen und sowas finde ich toll. Das ist dann natürlich auch so fürs Reisen und für die, wahrscheinlich für die Bergstrecke. Oh, was ist denn hier los? Da wäre ich ja glatt hier reingedonnert. Gott sei Dank habe ich noch gesehen. Das ist, wenn ihr sowas noch nicht ausprobiert habt, ja, das denkt man dann auch immer nicht. Da denkt man immer, der spinnt, ja, der die Sache hier Probe fährt. Aber wenn ihr sowas noch nicht ausprobiert habt, probiert das mal aus. Nehmt mal eine Vespa, weiß ich, mit 11 oder 12 Zoll Reifchen. Und dann nehmt mal hier so ein Ding mit 19 Zoll oder so. Das geht wirklich hier wie auf Schienen in der Kurve. Jetzt kommen wir schon gleich hier zu der Federungsteststrecke. Also vom Windschild her macht die irgendwie jetzt zumindest bei 80 oder so, macht sie einen guten Eindruck. Wahrscheinlich ist das ein anderer Winkel, als ich sonst immer so fahre. Und auch natürlich eher aerodynamisch gestaltet. Macht bisher einen sehr guten Eindruck. Ihr wisst ja, ich habe immer Probleme mit den Dingern. Aber im Moment macht dieses Windschild einen sehr guten Eindruck. Und man kann es ja noch, warte mal, die ist jetzt ganz unten. Ich glaube, man kann sie noch höher stellen, ja. Ja, also hier, man fährt hier rüber. Ich bin ja letztens hier mit meiner Z900 über diese ganzen Unebenheiten gefahren. Da fliegt man ja manchmal vom Sattel, weil die ja so straff eingestellt ist. Aber die hier, jetzt schauen wir mal, jetzt kommt es gleich nochmal. Das ist ja wirklich schon Reise. Ja, das ist ja wirklich butterweich. Das ist ja reisekomfortmäßig hier. Naja, soll es ja auch sein. Adventure, kleiner Trip oder größerer Trip auch. Man kann ja alles machen. Gefällt mir gut. Federungstechnisch auch nicht schlecht. Jetzt sind wir hier Ortsausgang. Okay, bitte nicht auf die Schilder achten, Leute. Wir sind Ortsausgang. Ach so, da kommt sowieso der Ortsausgang. Aber dahinter kommt bestimmt gleich wieder ein 60er-Schild. So, wir sind im zweiten Gang. Ja, lässt sich sehr gut beschleunigen. Aber sehr, Entschuldigung, muss ich schon wieder sagen, sehr, sehr stark, aber Vibration, sehr, sehr stark. Auch viel Fußrasten, sehr, sehr stark. Aber es ist nicht schlecht, keine schlechte Beschleunigung. Also für mich wäre das auch wieder mal, für den Fuzzi wäre das wieder mal total ausreichend. Ach so, übrigens, das habe ich ja ganz vergessen, fällt mir gerade ein, das ist so ein kleiner Mini-Knopf hier. Und manche Leute interessiert das ja so wahnsinnig sehr. Oh, ist denn das ABS nicht ausschaltbar? Ich will doch da wie Sau im Schotter rumdonnern. Wir haben einen ABS-Knopf hier, könnt ihr den sehen? Den habe ich vergessen vorhin zu erwähnen. Der ist, da kann man ganz einfach, wahrscheinlich, keine Ahnung, 5 Sekunden draufdrücken. Dann kann man das hintere ABS ausschalten. Vorne ist immer an. Das ist ja auch schon mal eine feine Sache. Und vor allen Dingen gut ist es, dass man nicht extra irgendwie ins Menü müssen oder so.
Das ist auch schön. Also für den, wie gesagt, ich bräuchte sowas nicht, aber ja, für diejenigen, die sowas brauchen, die haben es dann halt, ne? Ja, ich denke mal, Power hat sie auch genug. Da kann man nicht meckern, aber das kann ich jetzt wirklich nicht vergleichen jetzt mit 48 PS und weniger Drehmoment wie von der CW500X. Das kann ich nicht vergleichen. Da weiß ich nicht, ob das wirklich einen Unterschied macht. Aber für die hier, denke ich mal, ist es ja nicht schlecht, weil die wiegt ja auch um einiges mehr, glaube ich, ne? Also knapp 220 Kilo. Und die CW500X weiß ich jetzt gar nicht, 190 oder irgend sowas oder 195. So, ja, wir werden jetzt hier umdrehen. Ich mache jetzt das englische Video. Das war alles meine Fahreindrücke von der Voge 650 DS. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war euer Motofuzzi. Bis dann. Ciao, ciao.